Ein Hauch von Hollywood wehte durch die Wiener Hofburg beim 17. Dancer Against Cancer Ball. Hier wurde ausgelassen getanzt, aber auch tiefgehend über das Thema Krebs gesprochen, um Tabus aufzubrechen. Es ist nicht das erste Mal, dass Starfotograf Manfred Baumann Leinwandstars für den Ball nach Wien bringt. Wir sind seit 14 Jahren in Los Angeles, das heißt, wir kennen dort jede Menge, wir fragen sie einfach und ja, wir haben sehr viele Zusagen, wir könnten fast jede Woche jemanden bringen. Man merkt dann auch, dass sie schon auch sehr tiefsinnig sein können, also dass sie nicht nur Glanz und Glamour transportieren, sondern dass sie auch eine menschliche Seite haben. Schon 2 Monate nach meiner Hochzeit hat mein Ehemann die Diagnose Krebs bekommen. Was uns gemeinsam geholfen hat, ist sich auszumalen, wie schön die Zukunft werden wird. Ich hoffe, positives Denken ist ein Ansporn für viele heute Abend. Ihr Ehemann hat den Krebs besiegt. Er ist wie ein Bruder für mich. Deshalb mache ich mich gerne für dieses Thema stark. Das Leben ist zerbrechlich und deshalb sollte man jeden Tag genießen und dankbar sein für jede schöne Minute, die man hat. Wenn du mit Krebsbetroffenen redest, ist es ihnen immer lieber zu sagen, heute schaust du echt schlecht aus, als immer dieses, ja, schaust du eigentlich eh nicht so schlecht aus. Das sagen sie immer, das will man nicht hören. Man hat eh genug Probleme, man will die Wahrheit. Eva Carradine wird den ersten Walz ihres Lebens versucht mit mir. Man hat mir gesagt, dass ich heute erstmals Walzer tanzen muss. Ich hoffe mit jemandem, der mich führen kann.